Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge 7 Days to Die in der Alpha 13.8 mit dem stuhlknirschenden Pappnase. Hallo Pappnase. Hallo, mein Name ist Pappnase. Wir haben Tag 21, die Nacht beginnt in guten 2 Stunden, heißt also, wir haben noch letzte Vorbereitungsmöglichkeiten. Wir haben in der letzten Folge, bin ich auf jeden Fall losgemarschiert und habe noch eine Batterie geholt, eine habe ich aus dem Lager genommen und habe noch 2 Scheinwerfer gebracht, damit das hier ein bisschen mehr ausgeleuchtet ist und wir besser sehen und ihr. Und bin mal ganz gespannt, was für eine Horde uns denn heute Nacht erwischen wird. Die dritte soll nämlich ziemlich krass sein. Abmaße? Ja. Alles gut bei dir? Ja, mein Hund, der dreht hier gerade so halb durch. Das hört man gar nicht. Irgendwie drehst du immer nur durch. So, ich will jetzt einmal kurz noch ein bisschen Essen kochen. Ich habe 24 mal Fleisch mitgebracht. Weil ich so großzügig bin. Habe ich denn auch noch Holz? Ja, ein bisschen. Und mache noch ein bisschen Fleisch. Guck. Während wir hier so auf die Zombies warten, ne? Noch, dann habe ich noch ordentlich Waffenteilchen gesammelt. Die wollen wir natürlich auch wegsperren, ordentlich. So. Na, nimmst du das jetzt? Ja, Cobblestone habe ich aktuell noch 355. Munition. Was habe ich hier noch gesammelt? Schrotflinte brauche ich selber heute Nacht. Boah, 30 Headlights habe ich gesammelt. Da macht auf jeden Fall Stahl noch ein bisschen Sinn. Wo ist denn die Rocket her? Gefunden. Mal ein mächtiges Ding. Eine Rakete. Findet man einfach so. Energie ist in Ordnung. Ich könnte noch eine Pille schmeißen. Oh, das wird eine spannende Nacht. Dann muss ich noch aufräumen. Inventar. Gute Klamotten gesammelt, keine Ahnung, wofür wir die je gebrauchen können. Habe ich einfach mal mitgebracht. Ach so. Statt der Stein werfe ich weg. Leder werfe ich weg. Ah, oh, ich habe so viele Teile, man weiß gar nicht, wohin damit alles, ey. Unser Bunker ist ja sehr gut ausgerüstet mittlerweile. Ja. Aber Kabel sind nicht so oft, ne? Also man Kabel findet man auch eher selten. Federchens. Ich hab noch das Ledertrainingbuch. Tanning. Ja, das könnte ich gleich mal gut gebrauchen. Das werde ich dir gleich kredenzen, warte. Wenn ich hier aufgeräumt habe. Boah, jetzt haben wir aber genug Headlights, ey. Boah. Das brauche ich. Okay, so viele Äxte brauche ich eigentlich nicht. Eine Bandage für die Not. So, ein bisschen Ordnung muss sein, ne? Das ist wichtig. Quatsch. Das ist schon so unordentlich ist immer, ne? Das muss ich wenigstens ordentlich sein. Nein, Quatsch. Ich bin ganz aufgeregt auf die Nacht. Ich bin schon ganz aufgeregt. Wir werden überleben. Ich spüre es. Ja. Habe ich jetzt noch irgendwas, ich loswerden möchte? Das passt ja halbwegs dazu. Fleisch, Federn. Wo sind die ganzen Federn hin? Federn. Nix. Da. Ein Feder kommt, die kann weg. Wir haben 500 Federn. Ach, wir haben mehr als 500 Federn. Dann machen wir noch ein bisschen Eisen. 520 Federlies. Okay. Was braucht denn? Ich bin ready for the Nacht. 5. Es ist 21:15 Uhr gleich und es ist nicht mehr lang, Pappnase. Es ist nicht mehr lang. Wo bist du? In unserem Schuppen. Da. Im Schuppen. Okay, komm, warte, dann bringe ich dir mal das Büchlein. Ich werf das hin, ne? Mhm. So, ich weiß nicht, ob du das schon kannst, keine Ahnung. Nee, habe ich ja nicht. Ach, guck mal, hat sich der Weg jetzt tatsächlich sogar mal gelohnt. Dann komme er auf die Brüstung. Wir haben nur noch eine halbe Stunde in-game. Mach bitte die Türen aber zu. Boah, die Fenster sind dreckig. Kennst du nicht mal putzen? Ehrlich, du bist den ganzen Tag zu Hause. Putz nicht mal die Fenster. Entschuldigung. Und jetzt bin ich bin saugespannt, was die schaffen, die scheiß Zombies. Jetzt kommt Nase. 31. Alles gut. Boah, ist das gut beleuchtet. Ach, da kommt ein Schreier auch noch dazu.
Schaffe ich nicht mit der Schrotflinte. Okay, sie verendet im... Ja, sie ist verendet. Ohne zu schreien. Gott sei Dank, das wird uns auch noch fehlen. Jetzt eine Horde plus die Schreier. Hm. Boah, wie krass das aussieht mit deiner... Deine Balken, die er gebaut hat, sieht echt gut aus. Ja, ich wollte. Als ob ich das gemacht hätte, ey. So ja. Schön. So. Jetzt kommen, Viertelstunde. Ja, ja, ja. Hier ist alles stoppen. Alles gut. Nicht alles gut, die kommen Punkt 10 Uhr. Die sind so pünktlicher als die Deutsche Bahn. Konkret Mix. Nein, die kommen. Wir können das auch anders machen. So. Und hier sind im Visier gehabt. So, 52. Knall die ganzen Schotten dicht hier. Mach ich. Und hier oben fühle ich mich ja schon fast ganz wohl. Boah, ist alles verstärkt. Oh. Sehr schön. Was? Mein Handy. Man fühlt sich ja schon so ein bisschen sicher in seiner Festung mit den ganzen Pieksern da draußen. Und wir haben noch eine Minute. Es geht los, Partner. Es geht los. Töte sie. Lateral nach 3. Ich hab Angst. Boah, guck mal, wie krass wir uns hier ausgebaut haben. Wenn man um uns herum guckt, der Garten, der blüht wie die Hölle. Ja. So, mach ich noch schön Kerzchen dran. Ne? Ja, mach mal. Kein Zombie. Da kommen die Ersten. Und verenden in den Stacheln. Oh Gott. Oh Gott. Easy. Oh, oh, oh. Wo bist du? Hier. Da ist ein Kotzer. Oh! Die kotzen hier hoch. Er explodiert. Tut's nicht. Da sind schon die Bullen dabei. Ich brauch gar nicht schießen. Der Hund, der dreht sich schön in die Stelle. Kommen die alle nur aus der Richtung? Boah, hält das aus. Nix da. Ein brennender Zombie ist dabei. Nix da. Oh, viele Polizisten looten. Ja. Die werden immer schwieriger, die Attacken. Das von der Seite. Ah, an der Tür sind sie schon am Klopfen. Oh. Oh, die kommen bis zur Tür. Wie schaffen die das? Nicht explodieren, nicht an der Tür. Er ist explodiert. Ich hab nicht so viel Munition, ein Schuss nur. Oh oh. Wie viel Schuss hast du denn? 68. Sehr gut. Das sind 68 mehr als ich. Gibt's da unten was zu reparieren? Oh Gott. Ich kann gar nicht reparieren. Ich habe auch kein Repariertool mehr. Wir müssen hier oben verharren. Genau. Eieieiei. Ich hab noch. Okay. Oh, oh, oh. Ich werd angespuckt. Boah, hab ich Lebensenergie verloren. Hab ich irgendwas zu versorgen ja hier? Was ist denn hier getrunken? Ich hab keinen Stahl mehr, ey. Ich hab noch Stahl. Okay, warte, dann geh ich dir mal eine Reparatur Tür. Tür oder was? Ach, ja, nein. Ich bin drin, ich werde jetzt hier rein. Tür. Boah, lila, ey. Voll edel. Boah. Nur noch beim paar Mini HPs. Ach ja, die. Wir haben ja zwei Türen. Machen die nicht. Oh, ich mach sie auf.
Prozessor zumachen. Sind die drin? Einer. Was ist das für einer? Ein Feral. Alter, was ist das für ein Zombie? Was ist Feral? Das sind die stärksten. Der lebt noch. Töte ihn. Ich kann ihn nicht töten, der stirbt nicht. Ich komme mal Hilfe. Ja. Alter. Boah, der hat Magnum-Teile dabei. Geil. Okay, ich glaube, das war's. Ja. So ruhig. Boah, krass, ey. Feral Walker. Hammer. Was für ein Vieh, ey. Mit dem Boss-Zombie. Okay, ich geh raus. Knall die ab, da sind die Bullen vor der Tür am liegen, die Teile haben. Achtung, das ist ein Feral von mir. Tür ist zu. Okay. Yo, da ist er. Alter. Ich lass die Tür. Ich mach aus den Tür auf und da kommt auch noch so ein Feral-Moped rein. Das gibt's doch gar nicht. Heftig. Lass sie abgehen. Haha, beim Kotzen hast du erledigt. Schnauze, ja. Die rennen, guck mal. Warte. Was ist das so? Die wollen nur Fangen spielen. Warte mal. Oh, jetzt rennt er weg. Oh. Und die ganze Basis geht damit im Arsch, ne? Oh, direkt im Eingang. Boah, der Feral hält aber eine Menge aus. Ja. Ach, ich will gar nicht so viel werfen. Wow. Jetzt ist er gestunt gewesen. Nein, schieß ihn tot. Wir looten. Nein, halt auf. Was tust du? Warum? Danke. Ich wollte den Feral looten, ist aber unsichtbar geworden. Ein Hund! Oh, das war's. Warum bin ich jetzt so doof gewesen? Jetzt ich springt weiß auch nicht. Ich dachte, der Feral, der hat so coole Teile. Ja, hat er. Okay, ist ja nicht so schlimm. Ich hab wieder 67 HP, Wellness. Aber unsere Basis hält stand. Wir haben ein Problem. Und zwar kann ich nicht mehr in die Tür reingucken. Die eine Tür haben sie nämlich kaputt gemacht. Nee, die ist offen. Ach so. Ich kann auch nicht reparieren. Ja, das wird doch mir tun nicht. Wir müssen den irgendwie so erwischen. Warte. Ich lade nach. Ich mach gleich die Tür auf. Okay. Sag wann. Okay, dann geht alles. Auf! Gutes Man. Ey, cool, hat einen Schrotflinte gehabt. Okay. Warte. Hi, der Witzka. Ich glaube, das war's. Ja. Den Loch bis zum Bunkerboden. Ja. Müssen wir komplett wieder ausfüllen. Bin mal so mutig, ich bin gerade draußen, es ist unglaublich ruhig gerade. Ja. Heftig. Was für ein Massaker. Ich habe nur noch einen Schuss mit der Schrotflinte. Ich habe 6 plus 8. Ach so, 8 plus 6. Also die Stacheln haben eine Menge abgehalten, aber boah, das war mal eine Horde jetzt mit den Polizisten alleine schon. Leider sind die jetzt wieder alle weg. Das finde ich ein bisschen doof, weil... Bau hier mal Rebar-Frames rein. Du hast doch noch welche, ne? Nee, hab ich nicht mehr. Alle weg. Okay. Boah, haben die einen Rambazamba gemacht.
hier liegt noch was. Ist das ein Schlafender? Ja, das war ein Schlafender. Aber der verarscht mich nicht. Alter. Hier ist hier war eine mega Schwachstelle, ne, in unserem System. Weil hier war so die größte Lücke. Da sind die jetzt alle durchgekommen, ne? Was ein Zufall. Irre. Boah, dein Garten sieht echt lecker aus. Okay, wir haben es geschafft, wir haben überlebt. Die Nacht war unser. Also was heißt überlebt? Ich bin ja einmal gestorben, aber das glaube ich. Ja. Gilt nicht, weil. Was machst du? Naja, ich mache hier alles wieder. Ja, da oben tun wir wieder Erde drauf, damit das nicht so hässlich aussieht. Ich weiß nicht, wie man Erde drauf tut, um ehrlich zu sein. Du musst nur Erde ab. Geh mal das Aufwärtstool. Den brennt. Hier, liegt hier. Ist da mal was aus, warte. Wo kriegen wir jetzt gute Erde her? Wollte ich natürlich nicht direkt nebenan machen. Bin mal so mutig, geh mal ein Stück drauf. Holz drum, stimmt ja. Wo muss Holz drum? Und diese Rebar-Frame. Ich hab die noch nie aufgewertet, keine Ahnung. Hier, das ist Erde. Boah, kriegst du langsam Erde. Also so die ein paar Rebar-Frames reinpackst, das ist ja auch schön, wenn der Boden da ein bisschen versteckt ist und oben drin wieder ein bisschen Erde. Für die Optik. Weißt du, was ich meine? Mhm. Das war jetzt schon eine große Horde, aber immer noch machbar, ne? Also wenn man nicht ja. So trottelig ist und da runter springt, dann überlebt man das auch mit links. Boah, wie unsere Basis leuchtet heftig. Hm. Bewundere sie gerade. Tu es. So, ich habe wieder ein bisschen Erde. Und zurück. Fühle mich auch sehr unwohl nach Mitternacht draußen. Boah. Kannst du 10 Folgen machen, wie du die Stacheln reparierst? So, ich pack drauf, ne? Ja. Genug. Schlachtfest hier, ehrlich. Boah, wie heftig das aussieht. Aber damit verstärken wir das ja alles nochmal, ne? Das ist ja eigentlich gut. Ich habe keine Erde mehr. Los, sammel mehr. Ja, ich bin auf dem Weg. Kapitane hier. Warte. Dann immer dasselbe Erdloch nehmen. Aber die Beleuchtung, also die Müllbrunnen mit dem Licht, finde ich echt geil. Das ist ja super hell hier. Ja. Gefällt mir. So, Loch da. Die brauche ich ja nicht mehr. Warum bin ich denn runtergesprungen? Warum? Ich wollte unbedingt den scheiß Loot haben von diesem Feral. Und dann ist er auch noch unsichtbar geworden. Als ich da war. Dann ist er weg gewesen auf einmal. So. Haben wir 13, das reicht mir eigentlich. Was? Wollen wir noch ein paar Tonnen, nochmal 4 von jeder Seite? Oder besser gesagt 3.
Dann hast du ja auch nicht mehr diese dunklen Stellen hier, obwohl die sind so störend ja auch nicht. Ich setz hier mal noch. So. Warte. Da kann ich gar keine Erde drauf machen. Echt? Dann mach mal hier weg, dann mache ich hier noch einen rein. Reparier mal hinter dir die Wände, ey. Ach, alles gut. Ey, boah, ey. So. Das sieht irgendwie seltsam aus, was wir hier gebaut haben. Ne? Also total uneben mittlerweile. Oh, Blutmond, da ist er wieder. Oh. Und wir haben gleich Tag. Wir haben es gleich geschafft. Ja. Wir haben sogar in der Nacht mutigerweise repariert. So zufällig noch Steine? Nee. Unten im Schrank sind über ein paar hundert, aber nicht viele. Keine Wellness, ich krieg nicht mehr Wellness. Edge. Was, Edge? Habe ich keine Wellness bekommen? Schwein. Wo hast du das ganze Essen dreißig getan? In Schränke. Und in den Einfeuern müsste noch was am Kochen sein momentan. Also es müsste nicht mehr am Kochen sein, das ist, müsste fertig sein. Wo hast du denn die ganzen Eintöpfe hingetan? Hä? Ich hab keine Eintöpfe weggenommen. Verarsch mich doch nicht, wo sind die hin? Wir hatten irgendwie 100... Nein, 30 mal Eintopf hatten wir. Ich habe keinen Eintopf gegessen. Da ist er. Ach. Hab mal einen gefunden, das war's. Nee, ich hab's. Der hat mir gerade nichts angezeigt, komisch. Aber erstmal mich verurteilen, dass ich ich bin's ja von dir gewohnt, ne? Nee, nie eben. Eieiei, die haben die ganzen Stachel kaputt gemacht, die Schweine. Böse Stachel. Und noch 15 Minuten Nacht und wir haben sie ja vorher schon platt gekriegt, die Zombies, Gott sei Dank. Und mit dem Licht dahin zahlen, wie viel ist das Schande? Boah. Ach so, Stein. Ist das schön, wir haben es geschafft. Unsere Basis steht noch, jedenfalls das haben wir geschafft. Oh, guck mal. Tag! Ja. Wir haben überlebt. Da hinten. Oh, ich würde dich reparieren. Also mit so einem ganz winzigen Hammer irgendwo Vorhaus. Ja. Gut, heute kürzere Folge, glaube ich. Ne? Ja. Und ich sage einfach mal danke fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge von 7 Days to Die. Die Blocks sehen irgendwie komisch, als ob die nass wären. Ja, die sind's auch noch. Guck mal hier, der hat sich gerade, der ist gerade trocken geworden. Wie, von was sind die denn nass gewesen? Naja, du, das Zement ist nass, was du da reintust. Wie cool ist denn das? Das ist aber schon seit Ewigkeiten, seit Alpha 10, glaube ich, oder so, da. Ja. Bumm. Wusste ich aber gar nicht, hab ich dich so beobachtet nie. Okay, mit diesem wunderschönen Anblick und Pappnase. Nein, das tue ich nicht, wie in der letzten Folge, weißt du. Ey, ich habe nur noch 107 HP, ja? Arschloch. Wir sehen uns in der nächsten Folge, Subnautica wollte ich schon sagen, 7 Days to Die. Bis dann, tschüss. Tschüss.